Okay, hallo. 10:00, genau pünktlich an der Sieg hier zum Männertag. Und der Markus, naja, der hat's verpennt. Der stellt sich heute ein Armutszeugnis aus und ich mache Anleihen eine Tour zum Männertag. Und zwar fahre ich erstmal so ein Stück Netfer Rundweg und dann Pilgerweg zur Wildenburg. Von dort ein Stück Siegerländer Höhenring zurück nach Siegen und ja, die siegt dann wieder hierher zurück. Schauen wir mal, wie das wird. Wildenburg noch nie gewesen. Bestimmt schön da. Ja, wie gesagt, jetzt hier auf dem Netfer Rundweg, praktisch Zubringer. Läuft gut, Wetter passt. Ja, und von hier oben jetzt gleich eine schöne Abfahrt nach Dreistiefenbach. Und von dort muss ich da mal schauen, bin ich gespannt, wie ich auf den Zubringer von diesem Pilgerpfad komme. Nach Wildenburg, den kenne ich nämlich noch nicht. So muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen hier. Jetzt wäre ich gleich gerade ausgefahren, den Netfer Rundweg eben, aber ich soll hier tatsächlich links und muss mal ein bisschen aufpassen jetzt hier laut Navi fahren. So, also nix da. Abfahrt nach Dreistiefenbach, oben rüber und jetzt hier runter nach Siegen. Durchsiegen. Schon wieder eine Treppe. Okay, läuft. Hat eine schöne Strecke hier ausgewiesen. Wanderweg und Radweg. Ich glaube, das ist jetzt auch schon irgendwie dieser Pilgerweg. Auf jeden Fall kann ich mich an diese Passage aus der Planung erinnern. Und es ist wunderschön. Wird Zeit, dass ich das mal entdecke hier. Also ich würde mal sagen, das war jetzt noch nicht wirklich der Pilgerweg, der war ein bisschen zickzack durch Siegen. Ganz interessant, mal was anderes. Aber ich glaube, über Kahn, Marienborn hierher zum Bahnhof ist ein bisschen einfacher. Ja, also auf jeden Fall mal richtig rumgefahren mit den Treppen und so weiter. Ganz witzig, dass ich die wieder runtergefahren bin und nicht immer hoch. Also die Tour, wenn dann so rum. Typisch, steige ich einfach mal spontan in diesen Flowtrail ein. Falsche Richtung, sagen mir die Passanten.
Ja, klar fahre ich hoch zu. Ja, 12 Uhr mache ich mal Mittag, ganz kleines Stückchen unterhalb von diesem geplanten und ausgeschriebenen Pilgerweg. Und ja, vor mir liegt Oberfischbach, schön Platz an der Sonne. Eine Pause, so ein Drittel der Strecke ist ungefähr geschafft, so 25, knapp 30 Kilometer, 75, knapp 80 sollen es wohl insgesamt sein. Ja, nochmal. Jetzt ein Päuschen, 14 Uhr oder so vielleicht nochmal ein Päuschen. Und dann sind wir schon wieder zurück. Idyllisch und auch Schneiders Bäckerei unten im Zentrum hatte selbst heute zum Feiertag geöffnet. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir dann Kaffee hole, aber brauche ich nicht. Oh. Also jetzt bin ich fast in der Hälfte von den Kilometern. Aber auch schon 800 Höhenmeter. Mensch, der Boden ist stellenweise so weich, da denkst du, du hast keine Luft auf dem Reifen. Thank you.
das war also die Wildenburg. Und jetzt bin ich hier auf dem Rückweg. Also man kann unten die Bahntrasse irgendwie, das habe ich auch schon mal gemacht, aber ich mache heute hier schön Wanderweg. Und das waren also 40 Kilometer jetzt ungefähr, ein bisschen mehr. Und 900 Höhenmeter, ganz interessant. Am Anfang also das anstrengende Stück. Weil jetzt kommen noch mal 30 Kilometer mit nur 400 Höhenmetern. Ja, und von daher wieder mal richtig rum, rein zufällig die Strecke gewählt. Vor allem am Anfang auch die Treppen runter da in Siegen oder was. Ja, und jetzt hier zum Schluss ein paar Anstiege waren schon drin. Aber das dürfte jetzt hier einen gemütlichen Rückweg geben. Schauen wir mal. Schöne Abfahrt, aber leider falscher Weg, man sieht wieder hoch. Okay, das ist also ein Stück, das kann man sich wirklich schenken, könnt ihr aufpassen, falls das jemand nachfährt. Es geht da oben rüber, nicht hier runter. Okay, also bin ich wieder oben bei diesem krassen Baum hier, bei dieser irren Tanne. Und ja, da den Weg rein. Eben nicht hier runter, ja, so wie es so schön aussieht. Aber hier fährt auch in der Tat der Wegweiser. Hier steht kein Schild, kein Nichts. Also bei dieser krassen Tanne hier links rein. Deswegen bei der Tanne links rein. Psst. So, das ist jetzt hier eine schöne Strecke. Das ist schön, schöne Strecke. Und das ist Raute, aber nicht Raute 1. Also nicht der Siegerland-Höhenring, den ich sonst fahre oder gefahren bin. Hallo? So, von daher ist das hier irgendein Westerwald-Panoramaweg oder sowas. Und eben Raute, nicht Raute 1. Ist mal was anderes. Schön, schön zu fahren. Und der NATO-Trail als kleiner Geheimtipp, als Gag einfach mit drin. Super, oder? Ja. So, ich bin jetzt hier auf dem Kierberg. Ganz viele Leute, ganz schön viele Wege und ganz schön viel schön. Also rundherum Aussicht hier. Sieht wirklich cool aus. Wundert mich nicht, dass da am Eingang so viele Autos stehen und hier die Leute spazieren gehen. Hier war ich noch nicht. Aber, oder anders, hier war ich noch nicht und jeder, der noch nicht hier war, sollte hier mal her. Ist cool. Jetzt haben wir hier meinen Follower getroffen. Ja, ich denke, wer brüllt mich hier an? Naja, ein Follower von Komoot. Also vom Kindsberg, coole Abfahrt nach Siegen und jetzt hier ganz normal Siegtalradweg zurück. Und wie man sieht, bin ich nicht alleine.